Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider. So, ihr Lieben, lieber Bam Bam Club, willkommen zum 23. Bam Bam Tape mittlerweile an diesem schönen Sonntag und heute für euch ein Schmankerl für die analogen Fotografen. Ich habe heute bei mir den Kyrill Alvers von Silbersalz. Herzlich willkommen, lieber Kyrill. Danke, danke, danke. Schön, dass ich dabei sein kann. Unbedingt. Sag mal, Kyrill, bevor die Leute sagen Silbersalz und Silbersalz 35, ich verstehe überhaupt nichts. Erklär den Leuten da draußen doch mal bitte ganz kurz, was ihr euch Schönes ausgedacht habt, was ihr so macht. Genau. Wir haben uns ausgedacht, als eigentlich kleine Filmproduktion hier, wie es wäre, wenn wir ein analoges Material an den Start kriegen. Also ein Film, so wie ihr ihn irgendwie von Porta 400 kennt zum Beispiel. Einfach ein Kleinbildfilm, 35er Film, mit dem man Fotos machen kann. Und es ist aber so gesehen erstmal kein Fotofilm, sondern ein Cinefilm, also ein Film, der in 35mm Filmkameras kommt. Genau, das ist so die kleine Besonderheit dabei. Und so kam es auch überhaupt dazu, dass wir diesen Film irgendwie rausgebracht haben. Also es ist Cinefilm. Was ist Cinefilm? Cinefilm bedeutet eigentlich nur, dass es eben Motion Picture Film ist, also bewegt Film, der eigentlich für bewegt Film gedacht ist. Mhm. Das ist das Material Kodak Vision 3 von Kodak. Das ist so State of the Art, sage ich mal, was die Emulsionen angeht. Das ist das neueste Zeug, was Kodak eigentlich so hat. Das ist dasselbe Zeug, mit dem Hollywood alle Filme dreht. Das ist dasselbe Zeug, mit dem auch alle anderen Filmemacher, sage ich mal, wenn sie den analog drehen und in Farbe, dann drehen sie auf Kodak Vision 3 Material oder eben Silbersalz 35, wenn man so will. Wunderbar. Und sag mal, ihr seid, glaube ich, zu dritt oder so, ne? Wer seid ihr denn? Genau, also wir sind Silbersalz Film eigentlich, eine Werbefilmproduktion aus dem Süden von Deutschland und sind hier 12 Leute in der Geschäftsführung zu zweit mit meinem Kollegen Thomas. Und wir sind beide Kameraleute und beide sehr hinter visuellem her. Und das sind wir. Wir haben uns halt überlegt, so, hey, was könnte man da machen? Wie kann man da nochmal einen Schritt weiter gehen irgendwie? Da haben wir gesagt, wir lassen uns mal einen Analogfilm ein bisschen reinknien. Aber ihr seid auch noch ziemlich jung, oder? Jung und energiegeladen. Ja, kann man so sagen. Also der eine ist über 30, der andere ist unter 30, so. Ja, um die 30er bewegen wir uns. Bestes Alter. Sag mal, und ihr seid beides Kameramänner. Oft ist es ja so, da ist dann irgendwie noch ein Regisseur dabei, aber der ist nicht in der festen. Wir haben auch Regisseure bei uns, die sind jetzt nicht mit in der Geschäftsführung, aber wir haben intern auch ein paar Regisseure. Was aber wirklich, was du gerade sagst, ist es schon so, das unterscheidet uns, glaube ich, auch ein bisschen von anderen Läden. Wir kommen sehr von der kreativen Seite her. Also als wir angefangen haben, saß bei uns kein BWLer, uns war immer wichtig, irgendwie coolen Content zu produzieren, schöne Sachen, die Spaß machen, so. Ja. Ja, cool. Sag mal, du meintest ja gerade schon, ihr seid mittlerweile 12 Leute. Jetzt mal abgesehen davon, was jetzt die Produktionsfirma, wie es denn da läuft, habt ihr denn Leute einstellen müssen, um die Verkäufe des 35mm Films zu stemmen zu können? Tatsächlich. Also ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich an dem Punkt mal kurz, wie es dazu kam. Unbedingt, unbedingt. Ich habe selbst Kamera studiert, ich habe Kamera in Köln studiert und ich weiß gar nicht, wann ich fertig war, 4, 5 Jahren oder sowas. Und ich hatte 2 Analogfilmseminare, glaube ich. Lass es 3 gewesen sein. Also ich hatte Kontaktpunkte auf Analogfilm natürlich, habe gelernt, wie gehe ich damit um, was muss ich tun und so weiter. Aber als wir dann hier dabei waren, die erste Werbung irgendwie auf Analog zu drehen, wollte ich es schon richtig machen und nicht mal so, mal gucken, wird schon, sondern irgendwie, ich wollte wissen, was ich da tue und so. Und das hat irgendwie zwingend erfordert, dass wir die Materialien, eben dieses Kodak Vision 3, dass wir das halt mal porentief testen. Sprich, es gibt 4 verschiedene Materialien, dass wir mal ganz genau gucken, was passiert, wenn ich die normal belichte, was passiert, wenn ich eine unterbelichte, 2 unterbelichte, eine überbelichte, 2 überbelichte, was passiert, wenn ich dann den 2 überbelichteten auch noch 2 Blenden pushe in der Entwicklung und so weiter und so fort. So, und dazu hat es einfach Sinn gemacht, diesen Film von den großen Rollen, also das sind diese klassischen Filmrollen, 122 Meter. 10 Minuten, genau. Genau.
nicht in eine große Filmkamera zu packen, weil sonst rattert das Material durch und das kostet uns Unmengen, das zu testen, sondern zu sagen, gut, wir schneiden einfach was von der Rolle ab, tun das in die Kleinbilddosen, wie das die Fotografen auch von Fotografie kennen, und ich knipse dann schön und schreibe mir alles auf. So. Und dann hatten wir da diese Dosen und wir waren so, eigentlich ganz geiles Fotomaterial auch. So. Genau, und dann kam irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ein paar Kumpels, denen ich das gezeigt habe und auch andere Leute hier in der Firma, und jeder wollte das halt irgendwie, und dann haben wir das halt angefangen so für uns so ein bisschen zu machen, und dann waren wir irgendwann so, okay, nee, eigentlich haben wir hier was Neues geboren, so, und wir machen da auch gar keinen Hehl draus, also das ist nicht, viele verstehen das Mist, also viele denken so, ah, wir haben eigenen Film rausgebracht, das ist eigentlich nicht so. Was wir rausgebracht haben, ist einfach nur die Grundidee, diesen Film neu zu verpacken. Und das Besondere, da kann ich ja später noch was zu sagen, aber dass wir diesen Film eben auch entwickeln und scannen, weil eben eine ganz besondere Entwicklung notwendig ist. Genau, das wollte ich gerade sagen für die Leute, um das verstehen, was denn überhaupt das Besondere ja auch so ein bisschen ist, weil Leute kaufen sich ja auch so Film auf Rollen und konfektionieren die selbst. Klar. Es ist aber so, du kannst damit nicht in ein Labor gehen und die C41, was die normale Farbfilmentwicklung ist, die ja zum Glück, deshalb können wir die Dinge ja auch immer schön zu Budni und Rossmann bringen und kriegen die trotzdem im Großlabor standardisiert entwickelt. Man braucht einen anderen Entwicklungsprozess, ECN2. Und warum ist das so? Warum ist das so? Also der ECN2-Prozess ist tatsächlich ähnlich dem C41. Er ist noch ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, mit exakten pH-Werten, Temperaturen viel genauer, Zeiten viel genauer. Aber genau, warum ist es hauptsächlich so? Wegen dem sogenannten Ramjet-Layer. Das ist eine Lichtschutzschicht, die quasi hinten auf dem Film aufgebracht ist, eine Kohleschicht. Und die würde einfach die C41-Chemie versauen. Kleine Anekdote, ich hatte es auch schon, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Irgendein Kumpel hat tatsächlich einen ECN2-Film mal in einem normalen Lab abgegeben. Oh. Das hat denen natürlich total die Suppe verkorkst, nur dass sie das halt nicht wussten, was das ist, und sich extrem entschuldigt haben, und er hat x Entwicklungen umsonst bekommen, und eigentlich war er der Übeltäter. Also das sollte man einfach allein deswegen nicht tun. Plus, der Film ist wirklich gebaut, also auf chemischer Ebene gebaut dafür, in diesem ECN2 entwickelt zu werden. Wir haben natürlich das mal getestet rückwärts, auch indem wir mit Soda, die Nerds wissen's, diese Kohleschicht selber weggemacht haben. Mhm. Und Kodak Vision 3 Material muss einfach in ECN2 entwickelt werden. C41 fehlt es total an Farbabstufungen und so weiter. Und andersrum genauso. Also wir haben auch versucht, mal Portafilme irgendwie ins ECN2 in der richtigen Chemie zu entwickeln. Aber das sieht auch scheiße aus. Sag mal, genau, wir können ja noch mal ganz kurz sagen, also diese Ramjet-Schicht, die auf dem Filmmaterial ist, auf jedem Filmmaterial, die ist eigentlich dazu da, eine Seite vor Licht zu schützen. Genau. Ne, falls man durch den Sucher oder durch den Lichtschacht da, wenn da halt ganz normal beim Spulen und genau, beim Durchrattern Licht reinkommt, damit das halt nicht passiert. Das brauchen wir beim Foto nicht. Aber jetzt nochmal, ihr habt Leute eingestellt, also würden wir jetzt mal sagen, die Verkäufe laufen gut. Wir sind, um ehrlich zu sein, etwas überrannt worden tatsächlich. Also wir dachten dann so, gut, jetzt haben wir das, jetzt machen wir das. Was wäre denn cool? Wir denken immer so ganz oder gar nicht und dachten, gut, wenn, dann brauchen wir hier die Entwicklung und das Scanning und alles. Und das hat aber dann auch dazu geführt, dass sehr viele Leute das gerade haben möchten, was auch uns natürlich freut. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir mit unseren Prozessen hinterherkommen, das alles trotzdem noch in Time und so zu delivern. Ja, genau. Ist es denn so, als Kameramänner, klar, das war jetzt, das kam ja jetzt daher, dass ihr einen Test machen wolltet und aber war denn einer von euch analoger Fotograf? Also hat ein bisschen analog eben schon irgendwie das Interesse auch an der analogen Fotografie gehabt? Ja, das schon. Wann ist man analoger Fotograf? Wie viel Fotos muss man dafür, ne? So, aber klar. Sowohl ich als auch Thomas, als auch andere bei uns in der Firma haben schon auf analog fotografiert, hin und wieder, jeden Fall. Aber die Frage ist jetzt nochmal, für Leute, die jetzt so jung sind, ne? Wie kannst du dich denn daran erinnern, oder war es erst im Studium? Wie war denn dein Berührungs
Punkt mit der analogen Fotografie, weil ich meine, ne, du kennst ja genug Leute um dich herum, die digital fotografieren. Weißt du noch, wie das kam? Ja, also ich hatte, also auf der Fotoebene war es einfach so, dass ich im Keller Kameras gefunden habe so und damit halt angefangen habe, selber mich zu beschäftigen und die ersten Bilder zu machen und dann hier mal ein bisschen selber zu entwickeln und solche Sachen. Ich habe das dann auch ab und zu auch mal an Shooting, an Set irgendwie mitgenommen und auch mal was gemacht, aber ich hatte nie tatsächlich, um ehrlich zu sein, das Selbstbewusstsein, bis ich dann studiert habe. Oder bis ich mich dann dadurch eben mehr damit beschäftigt habe, zu sagen so, hey, jetzt machst du mal ein Shooting nur auf analog oder so. Wie das ein geneigter Ben Bernsteiner tut, ne? So. Sag mal, und was würdest du denn jetzt nochmal, da sind wir jetzt so schnell von abgewichen, für die Leute, was würdest du sagen, ist der größte Vorteil von eurem Material zu normalem, C41 normaler Farbfilm, Portra zum Beispiel. Also was würdest du generell sagen? Also abgesehen von der Sache außenrum, dass du dich nicht mehr um Entwicklung und Scanning irgendwie separat kümmern musst und irgendwie geile Scans kriegst. Die übrigens sehr geil sind, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich bin begeistert von euren Scans. Das ist schön. Und sie werden Stück für Stück geiler. Wir arbeiten an uns und wir versuchen alles rauszuholen, was geht. Der Look so. Und es ist einfach so, dass Cinefilm farbwiedergabemäßig einfach nochmal irgendwie ein ganz anderes Level an Qualität aufweist, finden wir. Das sieht einfach super, super geil aus. Du hast mega schöne, also ne, gerade Feuer und Highlights und all solche Sachen. Es ist einfach. Naja, ich merke gerade, das sind eigentlich genau die Sachen, die eigentlich für andere Materialien so irgendwie auch zählen. Es ist einfach ein eigener, neuer, frischer Look. Besonders interessant finde ich, dass es die auch sehr farbabgestimmt gibt. Ne? Also es gibt ja das Tungstenmaterial 200 und 500T, was auf 3200 Kelvin dann abgestimmt ist. Und das Tageslichtmaterial, was glaube ich auf nicht 5600, sondern 5000 Kelvin abgestimmt ist von Kodak. Dadurch kriegst du einfach nochmal sehr geile Farbstiche rein. Wenn du sie nicht haben willst, kannst du natürlich auch wegfiltern dann mit den normalen Filtern, die man dann eben auch vom Filmset kennt. Tageslichtfilter, Kunstlichtfilter. Und ansonsten bietet dir das aber gleichzeitig die Möglichkeit, mit diesen Farbabweichungen zu spielen. Ja, also ich liebe es zum Beispiel in den 200T, der eigentlich ein Kunstlichtfilm ist, in blauen Stunden zu verwenden, wo ich total kühles Licht habe. Ja. Das ist also, wir sehen es einfach als weiteres Tool, als weiteren Stock, als weiteren Flavor so. In dem Pool an verschiedenen Filmmaterialien. Ja, ganz wunderbar. Ich habe ja auch mittlerweile, weiß nicht, 10, 15, 20 Filme durchgeschossen. Ich muss da nochmal, muss auch sagen, es gibt ja die Leute wie mich. Ich sag mir, ohne dass es in irgendeiner Form frevelhaft sein soll, aber zum Beispiel mir ist es scheißegal, ob da Tungsten, ob das Tungsten oder nicht Tungsten ist, weil ich meinen Weißabgleich sowieso immer nachher mache. So. Ja. Ich will es auch an dieser Stelle nur sagen, für es ist viele, die ich beobachte das ja und ihr seid ja in aller Munde, was ich total toll finde, und aber ich sehe leider auch eine Menge Diskussion in gewissen Gruppen, da kriege ich das Kotzen. Also weißt du, den Spaß und den Flavor an dem Ding wirklich irgendwo verpassen, und der eine sich schwarz ärgert und mit einem Haufen in der Hose ängstlich den Tungstenfilm nicht einlegt, weil er ja draußen ist. Und ich so sage, ne, das ist doch, experimentiert doch mit den Sachen. Exakt. Sehen wir auch so. Tatsächlich, da erzähle ich vielleicht nochmal kurz das, dass wir haben es ja am Anfang zum Testen benutzt, und gerade für, also es gibt halt massenweise, so auch in meinem Freundeskreis, dann Kameraleute, junge Kameraleute, die vielleicht gerade studieren oder irgendwie autodidaktisch sich da die Sachen aneignen und dann vor Analogfilm immer eben so einfach sehr viel Respekt haben und sich dann doch nicht ganz rantrauen. Und gerade dafür, und da ist dann so eine Spießigkeit auch angebracht, so, weil dann kauft man so eine ganze Rolle, die kostet dann irgendwie, was, 280 Euro oder so. Und dann muss man damit natürlich nochmal ein bisschen anders umgehen. Dafür ist es super, dafür darf man so spießig sein, dafür soll man so spießig sein, dafür muss man so spießig sein.
Aber ansonsten, genau, ja, schieß los, probiert's aus. Genauso wie du, ich filter das auch nicht so, weil ich den Look so liebe. Ich weiß, was ich da kriege so, ich habe das am Anfang ausprobiert und ich war so, hey, ganz ehrlich, ich mag so. Und wenn ich dann weiß, okay, ich will es jetzt halt doch irgendwie on point haben, ja gut, dann mache ich es halt mal drauf. Aber ja, also man muss auch wirklich auch an die Leute, die da jetzt zuhören und die sich das auch irgendwie fragen, dieses D und das T da hinten, Daylight und Tungsten, das ist nicht so streng zu betrachten, dass man das jetzt unbedingt tun muss sonst und so weiter und so fort. Ja, das ist, wo wir gerade dabei waren, damit ich das, also das ist, eigentlich bin ich ja gar nicht, ich bin nicht der Lästerer und das ist auch überhaupt nicht meine Art. Mach. Aber wenn mich irgendwas aufregt, dann ist es lustigerweise, und damit ich das auch einmal abschließen kann, wirklich so, dass Facebook, Facebook kann wahrscheinlich super erheiternd sein und wahrscheinlich kann ein Katzenvideo dir den Tag versüßen. Ja. Aber ganz ehrlich, es ist ganz, also ne, ich finde, dass sich Leute in Gruppen treffen und die so ein bisschen nerden wollen über die, wie welche Farbe, mit ne, welche Farbgebung was hat und so, und da das darf ich nicht, und es liegt doch nicht an mir, mich darüber zu beschweren und zu sagen, sag mal Leute, weniger nerden, mehr machen. Ja. Aber es ist so, ich hatte auch in eine dieser Gruppen, ich weiß ehrlich gesagt nicht welche und ich weiß auch nicht wer, aber jemand heulte halt rum, dass das Silbersalzmaterial zurückgekommen sei und das gleiche Foto mit einem, mit dem 50er, mit dem 200er, 250er und 500er, obwohl alle richtig belichtet waren oder so. Ich meine, das war das Problem, dass es leichte Farbabweichung gab, wo ich gedacht habe, Entschuldigung bitte, was soll diese Scheiße denn jetzt? Ich bitte darum, also eine der Gründe, ne? Eine der Gründe, warum ich fotografiere, ist die Überraschung, ne? Serendipity, und ich möchte, ich erwarte das und ich möchte das bitte so. Und diese dann, also diese Genauigkeit, weißt du, so, ich meine, Leute, die ihren Monitor kalibrieren, machen mich wahnsinnig. Ja. Und das ist so, also das macht mich dann, das treibt mich so ein bisschen weg von dem, wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, analog zu fotografieren, dann liegt es daran, dass ich mit vielen Leuten einfach nicht mehr unter einer Decke stecken will. Und da frage ich mich, bekommt ihr denn als Feedback auch mal pedantische Mails, oder ist das eigentlich alles super gut? Ja. Nee, selbstverständlich. Also Facebook-Gruppen tatsächlich lese ich nicht. Habe ich noch nicht nach aktiv gesucht, muss ich vielleicht mal machen. Ist vielleicht ganz erheiternd. Ganz am Anfang gab es mal sowas, das war ganz lustig. So daher keine Ahnung. Aber grundsätzlich, wenn irgendwelche Leute da irgendwelche Fragen haben oder sich bei irgendwas unsicher sind, dann sind wir auch immer offen dafür. Sollen die Leute schreiben, wir antworten denen. Und ja, klar, also es gibt E-Mails, die kommen hier rein, die sind Leute irgendwie mega begeistert so. Es gibt E-Mails, da fragen sich die Leute, ey, warum ist denn das so krass kontrastig? Ich will doch noch meinen Spielraum haben. Und dann kommen Leute, die sagen, ey, warum ist denn das so flach so? Ich will Bilder, die ich direkt auf Insta jagen kann und so. Jeder hat da so irgendwie was anderes. Und dann gibt's auch total viele Leute, die einfach nachfragen. Und das finde ich so, das ist, ja, einfach nachfragen so, die haben dann irgendwelche Ergebnisse und fragen sich, warum ist das so und warum ist das so, und wir erklären das eigentlich auch immer ganz gut und können das eigentlich auch immer ganz gut erklären und Also genau, und abschließend, also das ist, also ich hoffe nicht, ich frage mal, ob das jetzt geschäftsschädigend ist, wenn ich erzähle, was mit dem einen Film von mir passiert ist. Nee, also das war, ich weiß es selber gerade gar nicht mehr, aber wir haben es irgendwie haben wir was verkackt, ne, ganz am Anfang. Ja, aber genau, pass auf, ob es war, ja, eben. Erstmal war es ganz am Anfang, B war es auch so, es lag nicht an eurem Entwicklungsprozess, der ist, bis jetzt war der immer foolproof, alles war super. Ich glaube, dass irgendwem die Dose aufgegangen ist und das wurde halt belichtet oder so. Ja, also, genau. Irgend so ein bisschen, irgendwas war da, auf jeden Fall, und du hast dich ja auch als guter Businessman, hast dich auch höchst entschuldigt und hast gesagt, das darf nicht passieren, das darf nicht vorkommen. Und für mich war das total geil, weil ich erwarte, dass irgendwo muss das Schicksal in die Kunst greifen und sagen, ja, weißt du was, den Film machen wir jetzt mal knallrot. Und leider hat es nur ein
Foto von diesem Film ins Buch geschafft, aber ich will ja auch im Grunde genommen nur immer dafür kämpfen, dass das Unvorhersehbare ganz wunderschön sein kann und euer Foto, was ihr dann da im Garten vom Dackel gemacht habt, das sowieso scheiße geworden wäre, vielleicht einen kleinen schönen Touch bekommt. Also auch mal so denken. Ja, sehe ich grundsätzlich so wie du, außer, klar, sowas darf nicht passieren. Ich meine, du warst ja auch einer unserer Beta-Tester. Wir sind mittlerweile voll am Start und sowas passiert nicht mehr. Ja, ja, das will ich aber, auch. Klar. Sag also, mal, ich hab eine Frage, habe ich noch mal ganz kurz. Was würdest du oder könntest du einen Unterschied zu zum Beispiel Cinestill, der ja auch der einzige, würde ich jetzt mal behaupten, existente Cinefilm in 35mm Dosen konfektioniert, neben euch auf dem Markt? Gibt es einen fassbaren, greifbaren Unterschied? Ja. Es gibt einen sehr fassbaren, sehr greifbaren Unterschied tatsächlich. Vielleicht erkläre ich dazu einfach mal, was Cinestill ja genau macht. Also Cinestill ist auch Kodak Vision 3 Material. Die machen das, glaube ich, in 50 und 500, den sie dann an 800er deklarieren, weil sie einen Ramjet weggemacht haben. Und die machen den ach! Genau, jetzt sag ich's. Übrigens, niemals als 800 einlegen, ne? Bitte, also Freiheit der Kunst, klar. Aber wer da. Ey, das ist gut, ich habe nämlich noch drei Filme davon. Gut, dass du sagst. Ja, genau. Schön immer, aber wissen wir ja eh, Filme überbelichten. Die Digitalmark Unterbelichtung, Filmmark Überbelichtung. Mhm. Was wollte ich sagen? Genau. So, der Cinestill-Film, die machen diese Ramjet-Schicht weg, damit nämlich genau das, wovon ich vorhin geredet habe, das ist nämlich, dass irgendwelche Chemiesuppen verunreinigt, A, nicht passiert und B, die Leute, die diesen Film kaufen, die Möglichkeit haben, und das ist eigentlich eine super Idee auch grundsätzlich, diesen Film überall abgeben zu können, weil dadurch, dass die Kohleschicht weg ist, kann der einfach überall entwickelt werden. So. Zwei Sachen passieren dann aber. Einmal gibt es extrem krasse Halos um die Highlights bei dem Cinestill-Film, was ich persönlich tatsächlich sogar super mag. Ja. Aber es ist halt festgefahren. Also es ist so und das muss man halt wissen. So. Das ist halt ist halt another flavor so, ne? Es hat halt einen sehr festgefahrenen Look und das gilt tatsächlich auch für die Farben. Also das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wir haben den Test gemacht, wie sieht denn Kodak Vision 3 Film, nehme ich auch das Cinestill aus, wenn man ihn in C41 entwickelt und wie im Vergleich dazu in ECN2. Und was da an mehr Blendendynamik da ist, was da an mehr Farbwiedergabe, Farbabstufungen da ist, ist einfach enorm. Sprich, die reine Qualität, was dieser Film abbilden kann, ja, was man da am Ende auch noch weiter rausholen kann, ist einfach viel, 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 viel größer, wenn man den in ECN2 entwickelt. Lustigerweise, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben Cinestill-Film genommen und haben den dann in der ECN2-Chemie, also die wir dann auch benutzen, entwickelt. Und bis auf die Highlights hat man gesehen, krass, die Farben sind ja noch viel, viel geiler. So. Also das ist eigentlich der Hauptunterschied. Ich liebe Cinestill auch, ich benutze ihn immer noch. In meinem Kühlschrank stehen gerade 4 Rollen. Aber es ist ein relativ festgefahrener Look, an dem man danach natürlich auch noch irgendwie rumschrauben kann. Aber ich sage mal, aus einer technischen Perspektive hast du da einfach weniger Spielraum. Verstehe. Und genau. Sag mir mal, wie funktioniert das technisch gesehen? Wie bekommen die Ramjet-Schicht ab? Ich weiß jetzt gar nicht, wie die das konkret machen. Also technisch kann man aber sagen, oder chemisch kann man das mit Soda, das ist glaube ich Natron, da muss ich mich an die Lehrkollegen wenden, aber kann man das, wenn man das darin löst, bei einer gewissen Temperatur, kann man das einfach abspülen. Ne? Und das werden die, glaube ich, mit einer ganz, ganz großen, mit Masterrollen, die sind glaube ich irgendwie 600 Meter lang und 1,5 Meter breit, so, solche Rollen kaufen die, glaube ich, ein, vermute ich weiß es nicht, spülen das dann runter und schneiden ihn dann. Vielleicht haben sie mittlerweile mit Kodak einen Deal, das komplett, dass die das einfach ohne diese Schicht produzieren. Das kann auch sein, aber genau. Also das kann man einfach runterspülen. Wenn man das im Dunkeln macht, ne, dann ist das weg und dann kannst du den Film wieder einlegen. So. Ah ja, verrückt. Ich muss immer gucken. Ich sitze hier im Wohnzimmer, wo ich keinen großen, so zwei kleine Tische habe. Und immer wenn ich auf meine Notizen gucke, drehe ich den Kopf weg und man hört mich nicht. Und zum ersten Mal hat sich jemand beschwert, dass mein Podcast doch
Also erst hat er gesagt, mein Podcast wär vom Ton her ziemlich scheiße. Und dann hat er sich aber nachher ein bisschen gefangen und hat gesagt, ja, bei mir sei es immer laut und dann leise. Und das liegt daran. Das liegt daran, dass ich einfach mit weiterrede und meinen Kopf drehe. Und deshalb an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass der Host immer lauter und leiser wird. Dafür machen das meine Gäste aber ganz toll. Ja, meine ich auch. Das ist ja hier Infotainment, nicht? So, richtig. Sag mal, wie lange, was würdest du denn sagen, die Zeit, ja, die ihr gebraucht habt, um zu testen und rumzufummeln, wie lange war das? War das jetzt irgendwie, waren das 5 Tage oder war es ein Jahr? Das war ein halbes Jahr, würde ich mal sagen. Also ich weiß jetzt nicht, was du da alles so mit reinzählst, aber ich sag mal so, oder vielleicht sogar ein Dreivierteljahr, der Punkt von der ersten Idee, bis dann die Beta-Phase, in der du dann auch Sachen bekommen hast, gestartet ist und wir jetzt irgendwie voll am Start sind mit allen Prozessen, war das schon, ja, dreiviertel Jahr kann man sagen, glaube ich, ja. Ja, verrückt. Ist es denn, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, normalerweise, wenn, also zum Beispiel, wenn wir jetzt 16 mm drehen bei uns und schicken eine Rolle zum Entwickeln, dann ist das kein Thema, das sind ja dann 30 Meter, aber wie um alles in der Welt habt ihr denn, sag du mir doch mal, weil ich es gar nicht weiß, weil ich nie eine ganze Rolle rausziehe, aber wie viele Meter sind denn auf auf 36 Bildern? 1,63 Meter oder 55, ich weiß nicht, wie es ganz genau, müsste ich aber sowas um den Dreh, ja. Und ich meine, packt ihr die dann nachher zusammen? Genau. Achso, ihr habt die quasi hintereinander geklebt? Genau, so wird es am Ende quasi gemacht. Also das wird zusammengeklebt und dann hast du es auf einer großen Rolle, dann jagst du die durch, durch die Maschine und dann kriegt man seine Ergebnisse. Genau, aber auch während des Tests, weil ihr habt doch, als ihr getestet habt, dann musstet ihr das ja irgendwo zum Labor geben wahrscheinlich. Nee, wir haben das tatsächlich selber gemacht. Also wir haben und machen das auch jetzt noch teilweise, Handentwicklung, weil das ist arschpräzise. Ja. Also du kannst halt, du musst sehr, sehr, sehr präzise sein bei dem ECN2-Prozess. Und genau, also ja, im Prinzip einfach aufspulen. Also Dunkeltag auf, ne, aufmachen, so wie alle Leute, die mal selber zu Hause schon entwickelt haben, das kennen. Ja. Film aus der Dose rauf, aufspulen in die Entwicklungsspule. Und dann hast du das in so Boxen drin, in die du die Chemie eben rein und raus laufen lässt. Ja. Verrückt. Sag mal, haben denn alle Jungs vorher quasi studiert oder hat jemand von euch nochmal was ganz anderes gemacht? Boah, muss ich mal nachdenken. Ich glaube, nee, also wir haben hier auch Leute, die haben hier noch gar nichts studiert. Also alle Leute, die hier sind, was wir gemeinsam haben ist, dass wir Film lieben, glaube ich. Das kann man schon so sagen. Und manche von uns haben was studiert und manche haben nichts studiert und manche haben eine Ausbildung. Und also nicht alle hatten zwangsläufig was mit Film zu tun von Anfang an. Okay, aber es war auch nicht so, damit wir das nochmal verstehen, ihr habt... Im Grunde genommen, ihr hattet ja eine Filmproduktion, also wart ihr ja schon einfach nah dran an dem Ganzen. An dem Medium an sich. Manche sind ja auch, hättest ja auch Bäcker sein können und dann hast du dich entschieden, du verkaufst jetzt Silbersalzfilm. Aber ist eure Produktionsfirma Silbersalz, denn Silbersalzfilm, ist die denn so ausgelegt, dass ihr den, weil da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr euch am Markt halten könnt. Ihr könnt ja nicht nur analog drehen. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Also, aber ihr würdet gerne natürlich. Würde ich auch nicht mal sagen. Also tatsächlich, wir lieben den analogen Film und wir finden, es gibt Projekte, da macht es mega, mega Sinn, analog zu drehen einfach. Weil es Vorteile hat, weil es Look-Vorteile vor allem hat, die meiner Meinung nach nicht eben digital nachgebaut werden können. Es ist einfach so. Und gerade bei sehr szenischen Sachen, auch szenischer Werbung oder sowas, gibt es einfach nochmal lookmäßig und dann emotional einen weiteren Benefit, den ich so digital nicht unbedingt herstellen kann. So. Und wir sind jetzt auch nicht die krassen Analogprediger, die sagen so, ey, alles nur noch analog, sondern wir haben bei uns eine Alexa Mini stehen und die wird immer noch mehr benutzt und die wird auch weiterhin, glaube ich, mehr benutzt werden, weil man immer abwägen muss. So, ist das jetzt ein Projekt, ist das ein Film, ist das eine Werbung, die ich digital drehe oder ist das was, wo Analogfilm Sinn macht?
Hast du, ich muss kurz abschweifen, hast du meinen letzten Podcast gehört? Den letzten nicht. Den letzten, den ich gehört habe, war, glaube ich, mit Keba. Nee, pass auf, Nick Summerer ist der Kameramann von Dark. Der Serie und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, über die ewige Frage, kauft man sich eine Red oder holt man sich eine Alexa? Und jetzt frage ich mal ganz klar nach, wenn ihr als junge Filmproduktion hattet euch gedacht, was machen wir, wie kam es zur Alexa Mini und nicht zur Red? Okay, kann ich dir sehr genau sagen. Und zwar hatten wir erst eine Red. Und das ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, da waren wir so, es ist so im Epic Dragon Zeitalter. Und da gab es einfach Color Science mäßig ganz krasse Probleme. So muss man einfach sagen. So. Also ich musste immer einen Macbeth Color Chart ins Bild halten, damit ich danach in der Farbkorrektur eine Chance habe, irgendwie Hauttöne irgendwie geil zu matchen. So. Und wenn nicht alles on point war, das war einfach Krebs in der Postproduktion. So. Dazu kommt, dass das Handling echt wack war, so, und ja, so, und dann haben wir gesagt, auch in meinem Studium waren wir halt nur von Arri-Kameras umgeben und das kannte man, und diese Kamera hatte nicht 37.000 Knöpfe, sondern 6, so, und so, das war einfach so, das war ein Gerät, das musste funktionieren, das sollte nicht übel leer machen, war auch so ein Ding, dann bist du da mit deinem Gesicht über der Mühle und so 70 Grad heiße Luft fliegt dir immer ins Gesicht, so, das war einfach so. So, daher haben wir damals gesagt, so, wir nehmen eine Alexa Mini. Und das hat sich auch super gelohnt. Und jetzt, und da muss ich sagen, da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, höre ich reihenweise von Kamerakollegen. Und das ist wo ich kurz davor bin, mir das jetzt nochmal genauer anzugucken, dass tatsächlich die Red mit ihrer Color Science gerade mega am Start ist. Ja. Und das einfach ein völlig anderes Level ist. Und manche sagen sogar, das ist jetzt sogar besser als bei der Arri. Ich weiß nicht, ich bin mit der Arri mega happy und ich werde mir das Red-mäßig jetzt mal angucken, weil das natürlich dann schon auch interessant ist. Also da hat sich was geändert, auf jeden Fall. Sag mal, Interesse halber für mich jetzt, der mit einer, also ich habe mit einer Alexa viel zu tun, die habe ich um mich herum und sehe die, aber eine Alexa Mini noch nicht. Wo ist denn, außer der Größe, gibt es noch wo muss man denn Abstriche von der Alexa zur Alexa Mini machen? Oder muss man überhaupt? Also da müsste ich jetzt auch in die ganzen Specs-Sheets schauen, da gibt es jetzt auch verschiedene Alexa-Versionen. Bada-bada-boom. Also klar, es gibt natürlich jetzt die L11 mit den größeren Sensoren seit gestern. Es ist Sonntag heute, ne? seit Donnerstag, glaube ich, die L11 Mini sogar. Also da gibt es irgendwie ein paar Sachen. Du musst Abstriche machen an den ganzen Anschlüssen halt, ne? Also die ganze Peripherie, so, da musst du dann halt eher mit Splittern arbeiten und dann hast du halt nur einen Stromspeiser und muss den Rest irgendwie aus deinen Akkus geben und solche Sachen. Aber ganz ehrlich, ich hatte die auch schon an größeren Sets, die Mini, entsprechend hochgerickt mit den Sachen. Man kommt damit klar so. Ich habe aber nicht also, Dark gedreht so damit, weißt du so. Also, aber ja. Aber das also, haben sie eh nicht. Das haben sie mit einer Alexa. Genau, 65. Das war die. Genau, 65er war das. Die steht bei dir wahrscheinlich als nächstes auf dem Speiseplan. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die kostet, aber ich glaube, die ist eher unerschwinglich. Die wird vor allem nur vermietet, glaube ich, momentan. Ich glaube, die kannst du nicht mal kaufen. Die gibt es nur beim Rental. Nein, sowas gibt's? Doch, ja. Ja, verrückt. Aber sag mal, da muss ich noch mal fragen. Ich komme ja von Höchstchen auf Stöckchen, aber so funktioniert dieser Podcast halt. Das ist doch gut. Sonst lande ich immer da bei Sachen, die mich nicht interessieren und dann falle ich dir womöglich noch ins Wort, was ich eh schon mache. Wenn ihr analog dreht, mit welcher analogen Kamera dreht ihr denn? Mit einer Aton oder mit einer... Also wir im Haus haben zwei Kameras. Ja. Als 16mm Kamera haben wir die Aton. Und als 35er haben wir gerade eine 235, Arri 235. Weil es gibt ja auch die 435, es gibt die LT, gibt es noch ein paar so. Wir haben die 235 deswegen, weil wir eigentlich immer gerne schnell, also bei uns gibt es ein Techniklager, da kannst du reingehen, da kannst du dir die Cases schnappen und direkt auf den Dreh losgehen. Du weißt, das ist alles gepackt und das ist alles am Start. Und wir lieben es irgendwie klein, flexibel, mobil zu sein und schneller gehen zu können. So. Und die 235 ist da dann doch einfach nochmal vom Format her ein bisschen kleiner und kann alles, was man so braucht. Sie ist nicht tonproof. Das heißt, je nachdem, was ich drehe, wenn ich jetzt in einem Raum innen drehe,
Da kann ich auch blimpen und das wird nicht funktionieren, dass das Ton sauber ist. Also wenn wir einen Dreh mit Tons mit Tons mit Sound haben, dann leihen auch wieder andere Sachen dazu oder wir haben ein ganz gutes Netzwerk an Leuten, die Sachen haben, auf die wir dann da zurückgreifen. Okay, genau. Wir erklären für die Leute nochmal einen Blimp, also eine dicke Weste, ein schweres genau. Ding, was man über die Kamera stülpt, um den Ton abzuhalten, aber das klappt halt je nachdem nur. Genau, nur semi gut. Also, und die 453, die ist leiser. Die 435 ist ein bisschen leiser, richtig. Und wenn man die dann auch noch blimmt, dann kann man da eigentlich schon ganz gut arbeiten. Sie ist immer noch nicht, wird immer noch nicht als soundproof verkauft. Da, also wenn man wirklich komplett sicher sein will, geht man da in die Richtung Aricam LT, heißt das dann. Mhm. Kostet aber eine Mark mehr. Kostet eine Mark mehr, wobei jetzt ist es so traurig, wie günstig die mittlerweile sind. Ne? Also dadurch, dass das einfach nicht mehr so viel, es kommt ja wieder, also Kodak hat, glaube ich, letztes Jahr dreimal so viel Film verkauft wie sonst. Geil. Also es kommt wieder zurück. Das sind schöne Nachrichten. Im Filmbereich wohlbemerkt. Ja, ja. Wahrscheinlich nur durch Silbersalz 35. Ja, natürlich. Nee, also da es gibt eine analoge Renaissance so. Das war auch für uns der Grund, da massiv rein zu investieren, weil wir gesagt haben, A, wir sehen das kommen, B, wir sehen, dass das mega Sinn macht. Und ja, genau, und Kodaks Zahlen haben das dann auch nochmal irgendwie bestätigt. Das kommt zurück. Ein Stück zumindest. Geil. Ja, das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz toll. Und aber damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, aber was würdest du sagen, wo, für welchen Preis könnte man, ich meine jetzt, sag mal, schon mal mit einem Magazin, aber jetzt ohne Optik, was würde man für eine 235er Ari jetzt bezahlen und was hätte man damals bezahlt, als es noch on Vogue war? Okay, boom. Also ich würde mal sagen, so eine 235 mit 2 Max und was da alles noch irgendwie dazugehört. Also nagel mich nicht drauf fest, so plus minus 1000, aber so 8K bist du eigentlich dabei, würde ich sagen, 8000 Euro. Wahrscheinlich sogar weniger, ein bisschen so. Und damals war das halt die State-of-the-Art-Kamera. Also tatsächlich war die 235 sogar die allerletzte analoge Kamera von Arri, obwohl es nicht die größte ist. War das die letzte, weil sie eben den Need gesehen haben, nochmal eine 35er Filmkamera, die eben ein bisschen kleiner und handlicher ist, zu produzieren. Die kam raus, als es, glaube ich, schon die ersten digitalen Sachen gab. Und was wird die damals gekostet haben? Also locker irgendwie mal 5. Das auf jeden Fall. Ja, verrückt. Ja. Ach, ja, geil. Also ein bisschen traurig, aber ein bisschen auch schön für uns. Ja, ich würde auch wirklich sagen, ein bisschen geil, denn wir hatten letztens die netten Klabauter-Jungs bei uns, auch eine anderes Regie, Kameraduo, und die waren, hatten auch, schielten auch auf unsere SR2 und sagten, oh, lass uns mal einen Film einlegen. Ja. Irgendwie ist es, ich finde es toll, wenn da irgendwie Interesse und Geilheit herrscht. Und mega. Naja, und es gibt ja auch ein paar Kameramänner, Jünger. Meine Fresse, was haben wir beide denn heute mit unserer Sprachfehler haben wir. Ja, ja, irgendwie, also so zum Beispiel so ein Kaspar Hornickel. Ja, genau. Ne? Irgendwie der, wo du das Gefühl hast, der dreht ja nur Film. Ja, also der dreht nicht nur Film, aber der dreht auch viel Film. Tatsächlich auch ein Freund des Hauses. Guck mal. Guter Kumpel von mir. Ja, grüß lieb, macht gute Arbeit. Ich finde das sehr gute Arbeit. Ich finde das halt extrem geil, dass man sich so da reinknien kann bei irgendeiner Sache und so. Finde ich geil. Mega. Ja. Sag mal, zurück nochmal ganz kurz zum Foto. Mhm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass, ich habe am Anfang im Bam Bam Club, habe ich eine Sache, wollte ich klar machen, und auch bei dem Podcast, dass das abhängig ist von dem, was mich momentan interessiert, und dass es eine keine homogene Truppe wird, sondern dass es in sehr unterschiedliche Richtungen geht, und ein paar Leute machen ein Schübchen, weil ich so wenig über Fotografie und so viel über Film rede, weil wir auch gerade Crystal Dreams drehen und ich natürlich da gerade mal dran bin. Und jetzt gerade geht's mit Voyageur, mit meinem Buch, ja auch wieder los. Trotz alledem, Aber warte mal noch mal kurz, erzähl du doch mal, also ich hab das mitgekriegt, erzähl du doch mal ein bisschen von deinem Crystal Dreams Ding. Irgendwie, ich habe mir da mal die Trailer angeschaut und so,
Du meinst sieht ganz geil aus, was du da machst. Trailer, du meinst die Teaser. Nee, Teaser gibt's noch nicht. Den haben wir ja gerade fertig gedreht. Du meinst, was habe ich denn da geschaut auf der Website? So du hast das Making Snippets. Making of, genau. Genau, das Making of von dem Teaser, genau. Und den Teaser, der ist jetzt fertig. Wir haben da noch ein paar Drehtage dran gehängt, aber der ist jetzt fertig. Und da war ich gerade bei 2 Music, die Soundklitsche to go to. Mhm. Und da haben wir heute, hat Simon Heger noch am Sound gearbeitet und jetzt, kriegt er gleich nochmal Feedback und dann macht Ingo die Farbkorrektur. Und dann sind wir da eigentlich hoffentlich in einer Woche oder so, heute ist ja Sonntag, ich denke mal in ziemlich genau einer Woche ist das Ding bestimmt durch. Und das war am Anfang... Das war am Anfang so, dass wir, dass ich eigentlich so ein bisschen aus der zärtliche Cousinen-Billities Emanuel-Richtung kam und da ging es um den Look, weißt du, um diesen wahnsinnig weichen Promised Look, aber bitte doch noch, haben wir nicht noch ein paar andere Filter und noch eine Socke, die wir drüber stülpen können? Und ich liebe diesen Look, Ja, es ist mega schön. Und dann war es aber so, dass noch während ich angefangen habe, daran zu schreiben und wir gesagt haben, nee, komm, irgendwie noch ein Kurzfilm, weiß ich nicht, lass uns mal lieber wir drehen einen Piloten. Dann habe ich gemerkt, ja, warte mal, vielleicht machen wir auch einfach nur einen Teaser und ich schreibe eine vernünftige Präsentation und dann gucken wir mal, ob wir nicht schon jemanden finden, der damit einsteigen will. Ja. Und so sind wir jetzt mittendrin. Wir beobachten jetzt mal, wie es ist. Wir suchen auf jeden Fall eine Produktion und wir suchen auch Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Ich suche vor allem auch noch Darsteller und da gucken wir gerade, es entwickelt sich jetzt gerade alles, aber im Endeffekt war es so, dass mich nochmal so eine große David Lynch-Welle überkam, aber so richtig, richtig, richtig und eigentlich das aber auch immer schlummerte, das alles ein bisschen düsterer und ein bisschen mysteriöser und ich glaube, das, was mir aber was in den letzten Jahren so passiert ist, dass mich so eine ganz lineare Erzählweise und dass mir so ein zu einfach zu verdauendes Material mir unfassbar auf den Sack geht. Und ich einfach bei jedem, der ein bisschen Kunst in den Film haucht, bei mir offene Türen einrennt und ich auch gesagt habe, weißt du was, wir machen das jetzt mal, erzählen das jetzt mal ganz anders und machen das sehr, sehr, sehr düster, verpacken es aber, weil das Einzige, was mich noch interessiert, erzählerisch in meinem Leben, ist mich, also wirklich, ist eigentlich Pathos. Alles andere ist für mich so bla bla. Und eigentlich finde ich auch, es müsste cool sein, Soaps zu gucken. Weißt du, wenn die nicht so scheiße aussehen würden und so kacke dahingeschrieben, ist es aber so, dass die großen Gefühle und die großen Geschichten von so TV-Mehrteilern, das finde ich richtig geil. So, und jetzt war eigentlich der Gedanke, ich habe ein extrem, wirklich, ich habe dunkle Materie, die ich in total weichen, wunderschönen Ende 70er, Anfang 80er Bilder packe, mit einer geilen 80er Jahre Mucke und einer Geschichte, die wirklich Dornvögel hoch 2 ist. Ich glaube, diese Kombi ist ganz geil und das ist Crystal Dreams. Es heißt auch nicht mehr Träume aus Kristall, das weiß nur noch keiner. Es wird jetzt Crystal Dreams heißen und ja, ich habe aber viel zu lange jetzt davon geredet, aber damit, guck mal, so unterhält man sich auch mal. Ja, voll. Was ich daran auch cool finde, ist, dass, keine Ahnung, also das ist ja Film, weißt du, so nicht irgendwie neue Welten aufzumachen, so komplett neue Dinge zu erzählen, im ganz alten Style, so einfach ja, was zu schaffen, was so einfach nicht da ist, so, weißt du. Und das geht bei sowas, was du da jetzt zum Beispiel gerade machst, so, das trifft es halt viel mehr als irgendwelche ja völlig linear erzählten Dinge, die irgendwie einfach nur ja straightforward sind und so durchkonsumiert werden. So, das kann man auch machen, aber das ist dann, keine Ahnung, irgendwie ein anderes Ziel, ich weiß nicht. Genau, und ich würde einfach so gerne, ich freue mich über so viele Fragezeichen immer bei Lynch und ich würde diese Fragezeichen jetzt gerne einmal aufwerfen und das machen wir und ich erinnere mich jetzt mal an unser Gespräch und du wirst der Erste sein, dem ich
den Teaser schicke. Boom. Das mache ich mal mitten in der Woche und ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist sowieso so, klar, man macht es eigentlich nicht für den kleinen Kreis, aber die Leute, die so, die ein bisschen offener für alles sind. Ja, affin sind. Ist so wie du, weißt du ja, man hängt gern ja mit anderen. Gleichgesinnten. Hängt ja gern mit, ja, und irgendwie Künstler unter sich. Es gibt immer so eine schöne, es gibt immer entspannte Atmosphäre, finde ich schön. Sag mal, ich wollte aber noch eine Sache fragen, die ich mir notiert hatte. Und zwar, klar, wenn ihr euch mit diesem Film beschäftigt und sagt, guck mal, das wollen wir den Leuten geben, weil das ist nochmal ein leicht anderer Look und so. Habt ihr denn auf dem Weg dahin, also hast du andere Lieblingsfilme? Ich mag den Porter ja wegen den Hauttönen gerne. Ich mag sogar den Kodak Gold, mag ich einfach gerne, weil er so, ja, einfach so 90er aussieht. Und wie ist das denn, hast du Lieblingsfilme? Kann ich das tatsächlich gar nicht so ganz genau sagen, weil ich es einfach dazu viel zu wenig gemacht habe. So, wenn ich fotografiert habe, analog, dann war es damals immer schwarz-weiß, Ilford, AP5 oder hier tatsächlich auch diesen APX100 einfach. So eine Pentax 6x7, die ich mir mal zugelegt habe. Und da habe ich tatsächlich immer ganz gern die Portas reingelegt. So. Aber ich habe echt nicht so quer durchprobiert, dass ich jetzt sagen könnte, den Porta 400 nehme ich aber, weil. Also hat mir immer gut gefallen, so, aber ja. So, Kyrill, du meintest ja, dass du dir den Podcast mit Keber oder noch irgendeinen anderen angehört hast. Dann kennst du ja die Kinderfragen. Ich hab's schon mal gehört. Ich glaube, das war irgendwas mit spontan schießen, ne? Das war auf jeden Fall, da muss spontan geschossen werden. Und ich ehrlich gesagt, ich weiß es nie, ob der Reiz an diesen Kinderfragen in der Stringenz der Wiederholung liegt oder ob die Leute irgendwann das Kotzen kriegen, weil sie einfach die Fragen nicht mehr hören können. Deshalb ich vielleicht. Also ich fand's cool. Gut. Weil du nämlich einfach die Leute. Du lernst die Leute nochmal auf so einer ganz anderen, auf so einem Bananenlevel kennen, weißt du? Ja, auf einem Bananenlevel. So, hey, ja, basic. Das ist total gut. Den Lieblingsfrucht. Bananenlevel, das finde ich gut. Das machen wir auch nochmal. Alles klar, pass auf, Kurbel, dann legen wir jetzt mal los. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Farbe. Ich trage dauernd schwarz und deswegen ist es eigentlich auch schwarz, oder? Kann man das so sagen? Nein, absolut. Es gab am Anfang eine Diskussion darüber, Jill, der übrigens sehr ähnlich klingt, jetzt so audiotechnisch. Grüße an Jill, hi. Ja, sag mal, aber wo kommst du her ursprünglich? Bei der Boom, ein bisschen schwierig. Am längsten so von 9 bis 20 habe ich, glaube ich, in der Stuttgarter Region gewohnt. In Waldenbuch, da kommt die Rittersportschokolade her, ganz wichtig. Ah, alles klar, aber sag mal, du hörst dich jetzt trotzdem nicht so, das ist geil und so. Ich kann Deutsch, ne? Ja. Nee, tatsächlich, also meine, aufgewachsen bin ich im Badischen. Meine Eltern kamen aus dem Norden. Die auch nicht besser. Genau, meine Eltern kamen beide aus dem Norden. Dann waren wir so, als mein Sprachzentrum gebildet wurde, glaube ich, sind wir nach Israel gegangen. Da habe ich in Aufsland gelebt ein paar Jahre, weil mein Vater da gearbeitet hat. Und da habe ich dann erstmal eine Fremdsprache gelernt und kein Deutsch. Und der Rest kam alles von meinen Eltern. Also hatte ich keine Freunde, die mich zu Schwäbeln oder Badischen. Und die haben halt Hochdeutsch gesprochen, ja. Ja, das so erklärt sich das. Sag mal, hast du eine Connection zu den Turtles oder den Power Rangers? Nee, hab ich nicht. Ja, das war schlecht jetzt. Ja, es ist so straight rausgeschossen. Schnell beantwortet, Kinder. Eigentlich solltest du dir jetzt mal einen Lieblings-Turtle oder Lieblings-Power Ranger aussuchen. Ich hatte da wirklich gar keine Kontaktpunkte hast du, zu. Hast du einen Lieblings-Pokémon? Boah. Ja, wie hieß denn der? Der war lila und hatte so 4 Flügel, glaube ich. Das war, glaube ich, die 100 bei den Karten. Ah, es gab Karten? Ja, klar gab es Karten. Ich habe so Sammelkarten, da hat man immer so Flattern gemacht. Kennst du das? Hast du so, sind immer deine Kollegen, die die Karten wegnehmen wolltest, bist du immer angetreten, dann hast du die so geflippt und dann sind die, also einfach auf dem Boden und dann sind die so geflattert und dann war eine oben und die andere unten. Und die oben war, hat dann immer die andere, die unten war, gewonnen. Geil.
So war das. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, ich war da auch irgendwie drin, weil man hat es halt gemacht so, aber so ich richtig. Ich kenn nur Pikachu, ich kenne nur diesen gelben Heini. Ganz ehrlich, wenn ich wirklich spontan gewesen wäre, hätte ich auch Pikachu gesagt, aber das war halt nicht mein Lieblings-Pokémon, sondern ich fand immer den mit diesen Flügeln geil. Vielleicht weiß das ja irgendjemand und kannst mir mal sagen. Ja, bestimmt, da werden sich gleich wieder Leute melden. Simon Hager von 2 Music beschwert sich am laufenden Band darüber, dass wir die scheiß Turtles nicht draufkriegen, weil der scheinbar ein Turtle-Fan ist. Ja. Also der verlässt sich darauf. Gut, guck mal, wir haben ein neues Fass mit Pokémon aufgemacht. Sehr gut. Ich glaube, mit Johannes Strater habe ich das Fass aufgemacht, weil er dachte, es gäbe ein Angelo bei den Turtles. Hat damit sein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied. Ach geil, einfach mal Angelo rausgehauen. Genau. Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ich esse für mein Leben gerne. Deswegen das. Shakshuka, würde ich jetzt mal sagen. Was zur Hölle ist Shakshuka? Was zur Hölle ist Shakshuka? Shakshuka ist tatsächlich. Jetzt komme ich schon wieder mit Israel. Aber das ist ein israelisches Nationalgericht, kann man sagen. Ja. Spricht man, isst man vielleicht auch in anderen Ländern da im Nahen Osten? Das weiß ich nicht. Kann auch sein. Das ist einfach eingekochte Tomate, sehr lang. Tipp: richtig lange einkocheln, so gerne mal so 3-4 Stunden, statt wie den Rezepten immer steht, eine halbe Stunde. Ja. Und genau, also so eine Tomatenmasse mit Ei oben drauf. Also da wird wirklich ein Ei reingeschlagen und das stockt dann und dann hat man so einen schönen eine rote Pfanne mit ein paar Eiern oben drin, schön gewürzt mit Kreuzkümmel und Koriander. Schmeckt. Genau, im Gegensatz zu Kümmel, den ich hasse, liebe ich Kreuzkümmel. Ist ja gar nichts mit Kümmel zu tun hat und Koriander liebe ich auch. Das klingt erstmal gut für mich, aber es ist in der Masse ist nichts außer Tomaten? Was ist denn da drin? Zwiebel, Knoblauch, ja, dann Tomaten, okay. Doch Paprika ein bisschen noch. Machst du ein bisschen Paprika rein, so schön am Anfang, damit es auch mit schön matschig wird. Ja, mehr nicht tatsächlich. Das ist wie Pikachu? Nee. Shakshuka, aber Shakshuka ist vielleicht auch ein Pokémon, weiß ich nicht. Pass mal auf, ab jetzt ist Shakshuka mein Lieblings-Pokémon. Okay. Nee, das ist scheiße. Ich meine, das klingt so ein bisschen so, als würden wir uns über das Essen anderer Länder lustig machen. Das nochmal zu Verständnis. Ich bin so undeutsch, wie ich sein kann. Ich hasse alles an Deutschland, deshalb. Okay, also weiter geht's. Dein Lieblingseis. Boom Boom. Kennst du das? Ey, das ist der Shit. Ja, das ist so geil. Kenne ich vor allen Dingen, weil diese meine Frau, die auf einer ewigen Diätmission ist. Ich brauche nur irgendwie Eis mitzubringen, dann ist es sofort weg. Ja. Und die hat eine ganze Weile, die hat immer so Phasen, was sie die isst, dann Kaktuseis total gerne, aber die hatte auch ihre Bum-Bum-Eisphase. und diese Bum-Bum-Eisphase war umnebelt von diesem Kaugummi, der ja in dem Stil ist. Der 3 Sekunden schmeckt und danach kannst du den wegtun. Aber diese 3 Sekunden ist es wert. Ja, pass auf. Aber für alle anderen, das ist so, nichts riecht künstlicher. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, das so wie amerikanisches Dings, also es ist eigentlich Kaugummi, das sich in Bum-Bum-Eisstielen befindet, nicht gerade das teuerste und gesündeste Kaugummi ist, was man so kriegen kann, denke ich mal. Ja. Ich habe, ja, aber geil, Boom Boom, Das ist doch mal eine Ansage, ne? Ja, Leute kommen mir immer an und sagen, wir nie ein. Ja, also Boom Boom, okay. Hatten wir gerade schon angekündigt, was ist denn deine Lieblingsfrucht? Ich finde Litschi ziemlich geil. Litschi oder Litschi? Das nervt mich immer, weil egal was ich sage, immer werde ich korrigiert von irgendjemandem, der dann sagt, das heißt aber anders. Scheiße, hättest du mir das vorher gesagt, dann hätte ich in unserem Podcast irgendwas gesucht, was ich korrigieren könnte. Nee, Litschi, ich sag Litschi. Sehr gut, ich auch. Gut. Cheers. Deine Lieblingsstadt? Köln. Leider, was heißt leider? Nein, Köln. Ich liebe Köln. Ich habe da studiert. Ich war davor ein bisschen, ich war danach ein bisschen. Ich liebe die Stadt und ich liebe vor allem die Menschen, die da sind. Diese Offenheit, mit der du da. Und es ist halt nicht so ein, sorry Ben, aber es ist halt nicht so ein riesiges Berlin, wo du nicht mehr so ein richtiges Stadtzentrum hast. Ich bin nicht in Berlin. Ich finde Berlin kacke. Also alles okay. Hey, Hamburg. Ach, Hamburg. Ach Mensch, ja. So viele Leute bei dir im Podcast immer, die aus Berlin kommen, wahrscheinlich deswegen, sorry, ja, ich will dich da verorten. Die Künstler, ist ja die Künstlerstadt, ist ja auch okay. Sag mal, in Köln, und du warst da an der SAE, nee, wie hieß denn nochmal die? Ich war an der IFS tatsächlich. Achso, aber kennst du die? KM kenne ich auch, klar, haben wir viel mit denen zusammen gemacht.
KHM hieß sie. KHM, ne? Genau. Ja. Und die KHM, da habe ich mich mal, ich wurde nämlich in meinen jungen Jahren nach dem Abi mit 19, da wurde ich in Ludwigsburg und in München nicht zum Regiestudiengang zugelassen. Und da habe ich gedacht, boah, ein Jahr, ich versuch's nochmal bei der KHM. Und da habe ich alles in so einen Umschlag gepackt. Okay. Also den Film, die DVD, die Dingsbums. Und dann habe ich, weil ich glaube, es war 5 Minuten vor Annahmeschluss, da rannte jemand, also auch in Richtung Büro. Man musste es nämlich, man sollte es, glaube ich, nicht schicken, sondern abgeben, warum auch immer. Und ich habe diesen Menschen den Umschlag in die Hand gedrückt, weil ich irgendwas war. Hinter mir hat die Polizei gehupt oder so. Ich konnte auf jeden Fall da nicht parken. Und habe ich gesagt, sag mal, kannst du es mitnehmen und da einwerfen? Und der nickte. Und da ich nie eine Absage oder irgendwas... Oh nein. Ich würde mal sagen, der hat es in den nächsten Mülleimer geschmissen. Das war dein Konkurrent wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Ja. Gut, also ich habe aber auch in Köln gelebt. Und zwar 2 Jahre. Ja, ich. Schön. Ja. Wo warst du? Und zwar war ich in einem Studenten, ja, sehr lustig, wir nutzen jetzt mal die Reichweite dieses Podcasts, um rauszufinden, wo ich gewohnt habe. Und zwar war das nämlich so, ich habe in einem... Da war so eine grüne Mülltonne. Nein, ich habe in einem Studentenwohnheim gelebt und, und ich dachte immer, das muss die Aachener Straße gewesen sein. So, das war aber auf keinen Fall die Aachener Straße, denn ich bin irgendwann jetzt letztens und schon davor über die Aachener gefahren und das war da nicht. Und ich meine, und ich sage doch immer, das war in Ehrenfeld. Und bis jemand zu mir sagte, nee, das kann nicht in Ehrenfeld gewesen sein. Pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Ehrlich gesagt, ich weiß weder die Hausnummer noch die Straße. Ja, einigen wir uns auf Köln. Köln, so. Ja. Gut. Was war ich denn? Hast du einen Lieblingsfilm? Oh, habe ich einen Lieblingsfilm? Das ist schwierig, weil eigentlich habe ich immer, wenn mich Leute fragen, sage ich, nee, habe ich nicht. Aber wir müssen uns jetzt hier auf einen. Ja. Musst du einen nehmen, den du gerne magst. Mir hat Moonlight sehr gefallen, zum Beispiel. Ich habe den letztens ein zweites Mal erst gesehen. Der war ganz schön. Absolut. Ja. Ja, auch auf Film gedreht übrigens. Ja? Ich meine, ja. Ja, doch. Ja. Googlest du gerade? Ich bin gerade hier parallel direkt am Gucken. Na klar. Warte mal. Ja gut, sag ich dir gleich. Okay, aber ich glaube, Kodak hat doch so ein Ding, oder? So eine Seite, sowas wie Shot on Film. Ja, aber das steht jetzt auch nicht leer. Okay. Oh, apropos Shot on Film, ne? Also wer da so auch gerne so Black Clansman unbedingt gucken. Auch. Also gerade was den Look, mal abgesehen von allem anderen, was ich auch sehr schön finde, aber der Look ist ein Träumchen. Alles auch für ihn. Ja, super, wunderbar. Der ist ja auch, dauert nicht mehr lang, dann kann man sich den ja auch bei iTunes angucken. Es sind ja kurz davor. Ist das so? Ich meine ja. Ja, sehr gut. Das geht jetzt heutzutage immer viel schneller. Aber ich muss noch mal ganz kurz, das mit Köln, ne? Bis jetzt, wenn mein Hinterkopf, da rattete es weiter und wir hatten ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so die Lieblingsstadt so allgemein, es war eher so der Lieblingsurlaubsort. Du willst ja jetzt nicht in Köln Urlaub machen, du würdest ja dann vielleicht gerne wohnen, aber hast du nicht so einen Ort, wo du sagst, da ist es geil, da fühle ich mich urlaubstechnisch am wohlsten? Reiseziel. Also, wo ich schon war und das behaupte, ne? Und das so sage. Wäre besser, ne? Nicht so ein entferntes Ziel. Ich liebe Bora Bora. Da war ich zwar noch nie, aber ich liebe Bora Bora. Das nicht. In der Wüste im Sinai, also Ägypten, die Halbinsel da unten, das ist super. Da bin ich tatsächlich auch dann schon, also ich war da mal, bin dann aber auch nochmal hin, weil da ist immer, gerade auch so Off-Season, ist da nichts los und da hast du richtig deine Ruhe. Und ja, mitten Landschaft in der Wüste, da hast du doch immer deine Ruhe. Ja, wirklich. Also das ist nicht so, da schon an der Küste zum Roten Meer. Aber ja, das ist ein sehr schönes Reiseziel. Ja. Alles klar. Ich dachte gerade, das klang jetzt so ein bisschen prätentiös, so ein bisschen so die Wüste. Die Wüste. Nein, alles klar. Nee, das ist nicht ganz so Meta. Ja, nee. Okay. Hast du eine Lieblingsserie?
Habe ich eine Lieblingsserie? Nee, habe ich nicht. So, aber The Americans. Americans. Hör mal, übrigens, habe ich letztens erst geschaut. Thema zu The Americans. Ne? Ich habe ja eine große, ich habe ja immer so einmal im Jahr überrennt mich eine große Geheimdienst- und Agentenfilmwelle. Und eigentlich war The Americans prädestiniert dafür. Und meine Frau und ich haben unabhängig voneinander mit The Americans angefangen, als es rauskam damals. Ja. Und haben jeder ein bis zwei Folgen geguckt und nichts. Und wir haben nicht weitergeguckt. Irgendwann, erst vor einem Jahr, als die dritte Staffel gerade raus war, haben wir in die erste Staffel geguckt. Und ich schwöre, wir haben die gleiche Folge geguckt, aber wir waren so geflasht. Und haben innerhalb von einer Woche alle drei Staffeln dann durchgeguckt und können es kaum erwarten, dass es weitergeht. Also wirklich ganz abgefahren. Fargo, genau das gleiche Thema. Same. Wir haben Fargo geguckt und konnten irgendwie, wussten wir nicht weiter. Und jetzt haben wir gerade alle drei Staffeln geguckt und ich muss sagen, die dritte auch super, aber die erste und die zweite Fargo-Staffel ist dialogtechnisch das Allerbeste, was ich bei Netflix je gesehen habe. Ja, krass. Die also war ich hab tatsächlich nur die erste, glaube ich, bisher gesehen. Nein, du musst die zweite, die ist in den 70ern. Mach das. Komm, ja, nice. Das ist so gut. Und da möchte ich noch mal ein kleines Beispiel geben für, was man auch machen kann und was Leute auf die Palme bringt, wo wir bei linearer Erzählweise, dass nur Sachen gehen, die Sinn ergeben. Der schönste Dialog in der ersten Staffel war, der Killer sitzt doch, der sitzt bei irgendeinem, war das bei einem Bauunternehmer, der sitzt bei irgendeinem Bauunternehmer oder was, in diesem Dingsbums und guckt da auf so eine Karte und amerikanische Karte und in jedem Kontinent steckt da irgendwie ein Fähnchen. Nur in Ohio nicht. Und dann dreht er sich um und hat aufgelauert und haben so einen ganz komischen, gucken sich an und sagt er, so, ich habe da mal eine Frage, ist in jedem Staat eine Fahne, nur nicht in Ohio? Und die Antwort von dem Typen darauf ist, wissen Sie, ich bin mit einer Vietnamesin verheiratet, immer ganz dreckiger Sex, sie spuckt mich dabei an. Und dann blinzelt der andere so zweimal kurz und dann geht ein anderes Gespräch weiter. Aber das war, für so Momente sterbe ich. Da habe ich das Gefühl, die Welt ist noch nicht total kaputt. Und es gibt Leute, die sich was Geiles richtig Gedanken machen, noch richtig geil schreiben. Einfach zu gut. Und die nicht meinen, man müsste hier so Kindergartendialoge machen. Also mega. Finde ich total geil. Deshalb auch große Empfehlung. Und dann können wir beide uns ja locker zum Bingen treffen. Das finde ich gut. Boom, machen wir. Netflix und chill. Achso, Kirill, und dann mache ich noch mal eine Sache, die machen Moderatoren immer total gern. Das ist ein totaler Arschloch. Das ist bestimmt ein Trick. Ja, ist ein totaler Trick. Und zwar wollte ich dich fragen, vor all diesen Leuten, vor den 4000 Menschen, die meinen Podcast hören, sag mal, kannst du mir nicht noch mal, wenn ihr Überschuss habt, noch mal vier Rollen Silbersalzfilm schicken? Nee, Ben, also das geht gar nicht. Und das darfst du wiederum nicht sagen. Du musst ja der mega generöse... Ach so, nee, wir sind doch da. Nein, Ben bekommt es für alle da draußen. Nee, kriegst du wirklich. Sag an, wenn du wieder was brauchst, dann kriegst du wieder was. Ja, ich guck mal. Ich muss ja. Du hast was anzubieten, was mich sehr interessiert und deshalb muss ich das ausnutzen. mein Lieber, hör mal, ganz toll, dass du da warst und vielen lieben Dank. Sehr. Und hör mal, wir haben, falls du es schon gehört hast, war der Plan, dass nach einer Weile die Leute, die schon in meinem Podcast waren, nach einer Zeit nochmal wiederkommen. Klar, die scheiße waren zu mir, die werden nicht wieder eingeladen, aber die nett waren, die kommen dann nochmal und dann reden wir nochmal darüber, wie sich das denn mit Silbersalz entwickelt hat. Ja, und ich gut. Ob wir die analoge Renaissance, die wir uns so herbeiwünschen, ob die auch wirklich weiterhin Fuß fasst oder irgendwer als nächstes wieder nur auf digitalen Sensoren oder so. Hör mal, ich schicke dir ganz liebe Grüße nach. Du bist sogar in Stuttgart. Ich sitze gerade tatsächlich in Stuttgart, genau.
Okay, ja. Dann ganz liebe Grüße nach Stuggi und wir hören uns. Dicke Umarmung aus Hamburg, mein Lieber. Machen wir. Danke. Ne? Zurück. Ciao, ciao. Bis dann, Ben. Ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.